Mein Name ist Michael Kasper, ich bin Cellist im Ensemble Modern und auch Gründungsmitglied der Internationalen Ensemble Modern Akademie. Eine Herausforderung ist ja auch die, dass man immer wissen muss, auf welchem Stand ist mein Gegenüber. Und dann dementsprechend muss man in einem bestimmten Level ansetzen. Und das gilt dann für alle neue Musik, die wir machen. Und welche Ausdrucksmöglichkeiten haben Sie bei der jeweiligen Musik, die richtige Technik, den richtigen Bogenstreicher, wiederum das richtige Vibrato zum Beispiel anzuwenden? Was bedeutet ein Espressivo? Was bedeutet ein Dolce? Das ist etwas ganz anderes als bei Brahms zum Beispiel. Dazu gibt es natürlich auch den Aspekt, dass das Ensemble Modern mit Komponisten wie Stockhausen, wie Kagel, wie Lachenmann, wie Zender zusammengearbeitet hat und aus erster Hand weiß, wie diese Komponisten ihre Musik gemeint haben. Das würde ich sagen, das ist eben dieser ganz große Vorteil. Die Studenten können mit uns zusammen spielen. Sie können sehen, wie das wirklich im professionellen Zusammenhang klingt. Sehen auch, wie wir Probleme lösen, wenn man Musik spielt, die noch nie gespielt wurde. Man muss einfach einen neuen Weg finden, oft. Das kann man zusammen am allerbesten. Das ist für das Leben eine sehr, sehr gute Aufgabe.